Tabletop-Moppe Deluxe. Ja, Tabletop-Moppe Deluxe hier. Wir zeigen euch jetzt nochmal verschiedene Möglichkeiten, was ihr mit diesem Ödland-Blende alles darstellen könnt, was ihr alles basteln könnt. Das ist sozusagen ein kleines Inspirationsvideo. Genau. Das fängt hier an mit so Eckteilen, die man dafür verwenden kann, einfach um bestimmte Sachen zusammenzufügen. Ja, diese Eckteile, ihr solltet vielleicht 4 Stück davon haben, weil die sind immer nützlich, um die Platte zusammenzukriegen. Hier, das ist jetzt so ein einfacher Aufgang, so eine Treppe. Einfache Treppe. Dann haben wir hier einmal... Hier haben wir noch, das kann man hier jetzt so gut sehen, haben wir eine Höhle. Ne? Die Höhlen verwenden wir auch in unseren Spielen quasi mit drin und haben dafür auch separates Gelände uns ausgedacht, das zeigen wir euch nochmal irgendwann später. Und hier haben wir auch dickere Büsche. Also man kann, das kann man nochmal zeigen. Wir haben uns, also man kann auch ein bisschen variieren und sich was ausdenken. Und so Ecken sind eigentlich immer gut, um irgendwas abzumunden oder irgendein Problem zu lösen. Man kann das Ganze natürlich auch echt mega schlicht halten, wenn man einfach mal schnell irgendwas hat, so eine Mini-Ecke. Man sieht, das ist echt ein kleiner Rest gewesen. Ja. Dann haben wir hier einfach dran gemacht. Ja, das Gute an der Platte ist, hier haben wir ein bisschen mehr Fläche. Fläche mit 0, ja. Fläche 0, dann kann man ein paar Gelände, modulare Geländestücke draufstellen, um einfach. Ja. Muss doch mal flach angeben im Ödland. Was man aber auch machen kann, man kann jetzt auch mal sagen, wir bauen jetzt mal eine Ecke. So, hier kann man jetzt mal sehen, hier ist das Eckteil, wo das quasi mit den anderen Teilen zusammengebaut wird. Aber diese Ecke, die läuft richtig, richtig groß aus und hat hier auch nochmal ein schönes Wasserelement. Das heißt, man kann die Ecken richtig klein machen, wie man es eben gesehen hat, oder man kann die richtig riesig machen und da sich richtig viel reinstürzen. Auch nochmal mit so einem Wasserfall und mit so einem Pool dann, den man auch noch mit eigenen Regeln versehen kann, was weiß ich, dass da einer reinfällt, dass er vielleicht absaugen kann, was weiß ich, alles Mögliche. Aber vielleicht nochmal zum Pool, der ist jetzt ein bisschen staubig, aber ich hoffe, man sieht ein bisschen die Effekte. Da haben wir einfach die Spachtelmasse ausgelassen, also den Spachtelmasse-Sandgemisch haben wir da ausgelassen. Haben hier einfach eine dunkle Blaufarbe genommen, hier ein bisschen Übergang ins Hellere gemacht und das ist einfach Vallejo Water Effects, Still Water, glaube ich, heißt das. Das haben wir einfach ein, zwei Mal drüber gemacht. Und damit das Ganze nicht abfließt, haben wir hier einfach so ein paar Schnipsel genommen von dem Chirurgur. Wie man jetzt sehen kann, haben wir so eine Begrenzung eingebaut. Genau, das ist einfach Chirurgur-Schnipsel, die wir dann auch mit dieser Spachtelmasse versehen haben, um einfach zu verhindern, dass das Wasser da rausfällt. Ja. Und auch hier an den Stellen müsst ihr mal schauen, da macht ihr ein bisschen Spachtelwasser hin, damit das Wasser dann einfach nicht in die Platte läuft. Dann verwendet das Spachtelzeug dann quasi da als Verdichtungsmasse, damit dann hinterher kein Loch da dran ist. Ja. Weil das muss auch auf jeden Fall gemacht werden, weil wenn dann diese Flüssigkeit unter die Platte drunter taucht, dann könnte das zu Problemen führen. Also es ist wichtig, dass man so ein Wasserbasszeug macht, so ein Becken und das dann einfach ja, mit diesem blau anmalt, unterschiedliche Blauschattierungen nimmt und dann hinterher diese Technik, Vallejo Water Effects. Vallejo Still Water. Still Water. Ja. Und dann ist das eigentlich mehr oder minder geregelt. Mhm. Okay. So, hier haben wir jetzt nochmal Elemente mit einer sehr breiten Seite, wie man das hier sehen kann. So. Ja. Und das ist halt sehr gut, weil man braucht die einfach, muss man jetzt mal einfach so salopp sagen. Ne? Da braucht man eine breite Verbindung, um einfach mal schönere, größere Glennis-Szenarien auf so einer mobilen, auf so einer modularen Platte zu ermöglichen. Und hier lassen sich, wie eben auch bei diesem kleinen Dreieck, lassen sich hier Treppenarme einarbeiten oder hier lässt sich sowas, so ein Teil fest arrangieren, um hier einen Engpass zu bilden, um den man dann mehr oder weniger kämpfen kann oder damit es einfach nur stilistisch schön aussieht. Und dann hat man hier noch so eine schöne offene Ebene, sag ich mal. Das Ganze kann man aber auch wieder mal ganz anders regeln, das natürlich wieder mal unglaublich vielfältig mehr sein kann. Und man kann einfach hier draus, das ist auch wieder so ein halbes Element mit einer langen Seite und mit zwei kleinen, ne, hier. Zwei halben. Und hier kann man wieder sehen, dass das meiste dadurch eigentlich das Hochplateau ist. Hier ist nur sehr, sehr wenig von, was die Ebene 0 darstellt. Und, und trotzdem kann man hier halt dann die leeren Platten anlegen. Trotzdem kann man hier aber die leeren Platten anlegen. Also das ist, wie gesagt, eine sehr, sehr gute Idee. Und wenn man jetzt noch Lust hat, nochmal zu variieren und mit den Vallejo Water Effects mehr zu machen, kann man wieder eine halbe Platte nehmen, hier auch sehr wenig von der Ebene 0 lassen, aber ein ziemlich großes Gewässer einrichten und sogar noch hier so eine Art, ich nenne das hier jetzt mal, so eine Art Sprungbrett-mäßig so einbauen,
Aufstieg. So ein Aufstieg. Damit man quasi hier durchschwimmt, hier leicht hochkommt und dann hier hochklettern kann. Also das ergibt auch ziemlich viele coole taktische Optionen. Was man dazu vielleicht sagen sollte, ist, dass wir auf den Platten spielen wir sehr viele Skirmish-Spiele. Das ist kein großes Armeespiel. Wir spielen hauptsächlich Song of Blades and Heroes drauf. Oder Advanced Song of Blades and Heroes. Wir nennen das auch in Zukunft hier auf diesem Kanal Asoba. Davon werdet ihr in Zukunft auch noch ein paar Spiele sehen und wir werden auch noch ein paar Sachen davon erklären. Okay. So, und hier zeigen wir euch jetzt nochmal die Dreiviertelplatten. Das heißt, wir haben hier diese Seite kurz und wiederum zwei lange. Und diese Platten sind halt ziemlich gut dafür, einfach um riesige Geländeszenarien darauf zu bauen. Ja. Hier ein riesiger Berg, wie hier so ein Vorsprung, Nippel. Also ein Nippel oder ein Vorsprung, kann man auch dazu sagen. Und das ist halt ja, sehr beeindruckend, sehr, sehr groß. Wenn das halt von diesen kleinen Geländestücken vom Flachland eher so ins Bergige gehen soll, dann ist das ja eigentlich ideal. Auch taktisch immer sehr cool, wenn man sowas hier hat, dann kann man seine Bogenschützen hier rüberspringen lassen oder irgendwas seine Schützen und die dann hier draufstehen lassen, dass die ein bisschen abgesichert sind. Hier haben wir einen schönen Engpass gemacht. Es macht sehr Spaß auf der Platte. Also die gefällt mir sehr gut. Ja. So, und auch hier haben wir relativ hoch gehalten sogar. Da sind wir in die dritte Ebene gegangen. Und ja. So. Ja. Dann hier. Ja, die ist gut. Die ist sehr gut. So, haben wir noch eine gemacht. Was wir hier gemacht haben, ist einfach eine Mischung aus mehreren Dingen zu machen. Wir haben ja erstmal eine Höhle eingefügt, ne, die wir auch einsetzen können in verschiedenen Szenarien. Wir haben ja ein Loch reingemacht, das, ja, wo man schon runterfallen kann drin, indem man da einfach runterfällt. Witzigerweise ist es so, dass uns dieser Effekt von diesem Loch so gelungen ist, dass wir, als der Johann mal einen Würfel hat reinfallen lassen, wirklich gesagt haben, der ist weg. Ja, für den kurzen Moment, der ist einfach weg. Viel mal verloren. Ja, bis wir mal gemerkt haben, Leute, das ist einfach nur, keine Ahnung, wie 10 cm tief. Ja, wie man hier sehen kann, das ist eigentlich wieder relativ simpel gehalten. Ja, hier haben wir eine andere Pflanze eingefügt, wenn man die sieht. Richtig, auch andere Pflanzen. Auch eine andere Aquariumspflanze. Eine Treppe hier einfach rein. Ja. Ganz easy. Wie man hier sieht, gibt es hunderte Möglichkeiten, das Ganze zu gestalten. Und auch mal tödliches Gelände zu implementieren, wie dieses Loch hier. So, hier ist es nicht ganz so tief, ne? Hier kann man wenigstens noch den Boden dahinter sehen. Ja. Und neueste Sachen implementieren. Ich habe auch nur ganz normal eine kleine Treppe eingefügt. Das hier ist jetzt eine Platte mit vier ganzen Seiten. Ja, es ist keine Dreiviertelplatte, das ist eine ganze Platte. Also entweder macht ihr davon viele oder ihr macht von den. Also entweder macht ihr davon nur eine am besten oder davon sehr viele. Eins von beiden, anders geht's nicht. Weil sonst wird euer Puzzle nicht aufgehen. Weil wenn ihr viele von diesen Platten habt, wird das mit den halben nicht funktionieren. Weil das logischerweise ist das eine ganze Karte. Ja. Aber das kann man damit auch sehr gut darstellen. Was ich immer sehr, sehr empfehle, ist, dass man sich diese Platten auf so kleine... Ja, das haben wir ja in dem anderen Video gezeigt. Ja? Erstmal aufzählen. Natürlich, ich weiß, was ich gedreht habe. wir wissen das. Damit noch einen Moment. Felix. Professionell. So, professionell. Ja, das ist unsere ganzseitige Platte. Richtig. Jetzt zeigen wir euch noch die... Jetzt zeige ich euch die Special Platte. Die auch Special Platte? Nö, die Special. Wir zeigen jetzt erstmal die wir gemacht haben und das... Gegenstück ist. Nö, nicht das Gegenstück, das Ähnliche. Ja, ihr habt's gehört. So, das sind die Blätter, die wir eben gemacht haben. Das ist so ein Verbindungsstück. Das heißt, das geht hier von der Seite hier mit zwei kleinen kurzen Seiten direkt hier rüber zu diesen zwei kleinen kurzen Seiten. Im Endeffekt ist das einfach ein Verbindungsstück. So würde ich es nennen. Ja. Hier habt ihr ja gesehen. Das haben wir gerade eben gebaut. Oder letzte Woche, vor 4 Wochen. Hier ist einfach eine kleine Treppe. Da haben wir so einen Felsen eingebaut für ein bisschen Sichtdeckung. Sichtdeckung, ein Engpass wieder hier, Engpass, wo man kämpfen kann. Engpass ist immer gut für Skirmish-Spiele, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Ja, hier haben wir keine Treppe gemacht, einfach aus taktischen Gründen, damit man ein bisschen variieren kann. Klar, eine Seite Weber macht durch die Treppe und die andere irgendwie. Ja, auch eine Seite einen Vorteil, die andere muss sich einerkämpfen. Oder man muss andere Finessen anwenden, um daraus irgendwie Kapital zu schlagen. Ja. Ja. Das Ganze ist natürlich auch immer komplett umgekehrt. Das heißt, wir haben jetzt nicht so einen breiten Steg, der erhöht ist, sondern wir haben hier einen Steg, der einfach in die Tiefe abgelassen ist und alles wie so ein Canyon fast schon. Ne? Mit einer Treppenstufe hier, mit so einer Treppe hier und das stimmt, ist super. Das solltet ihr auf jeden Fall machen, super. Wenn ihr eure Grundplatte macht oder eure ersten neuen Teile, solltet ihr auf jeden Fall so eins mit einbauen, weil das ist einfach nötig. Ist einfach nötig. Das kann man auch zur Not einfach an die Ecke stellen, dann habt ihr hier einfach eine erhöhte Ecke und der andere Teil wird dann mit der Platte verbunden. Das geht super. Das bietet so ein bisschen Flexibilität, wie man sein Gelände aufbauen will. Ja, hier haben wir auch eine der Seite haben wir eine kleine Treppe gemacht. Hier ist eine große Treppe und hier eine relativ kleine. Ja. Ja, ich
spielt sich sehr gut. Das würde ich auf jeden Fall immer dabei machen. Ja, das ist sehr gut. Jetzt? Auch zum Puzzle. Jetzt zeigen wir nochmal die Lernplatte. Oha, was ist dies? Das ist wohl die geilste Platte, die ihr am besten finden würdet. Weil was wir hier machen, ist einfach nur, wir klatschen das Zeug mit hier so einem kleinen Stückchen voll und hier. Und der Rest ist einfach nur Masse drauf, Drybrushen. Einfach die Nullebene. Einfach die Nullebene. Sowas braucht man manchmal auch, ne? Weil sonst... Für modulare Gelände. Für modulares Gelände ist das halt nötig. Genau. Ist halt schön, weil es so einfach ist. Ja. Aber ich glaube, hier muss man nicht viel zu sagen. Ja. Ist halt relativ einfach. Ja, jetzt zeigen wir euch noch die Special-Platten, die wir gemacht haben. Die Special-Platten. Oh, yes. So, diese Platte hier. Diese Platte ist tatsächlich so groß, dass ich jetzt sogar mal rauszoomen muss. Wir können gleich nochmal reinzoomen für die Details. Ja, wir können aber gleich reinzoomen. Aber, ja genau, wenn ihr irgendwie limitiert seid durch den Platz, den ihr auf diesen kleinen Platten habt, dann könnt ihr auch natürlich eine Doppelplatte machen. Ich will auch eine Viererplatte machen. Mhm. Können wir euch auch gleich zeigen. Felix hat eine Burg gebaut. Und ja, hier haben wir einen Friedhof gebaut. Da müsst ihr natürlich darauf achten, dass ihr hier die Distanzen einhaltet. Also die, richtig, das kann man die Maße. Moment. Weil, wenn ihr so eine riesige Platte gemacht habt, dann ist es natürlich sehr, sehr schlecht, wenn man die hinterher überhaupt nicht verbauen kann. So, hier haben wir jetzt ein langes Stück in der Mitte und haben hier ein kurzes Stück. Ja. Und hier kann man auch noch ein kurzes Stück dran machen. Man muss halt sehr aufpassen, dass man sich da nicht vermisst und es dann verhaut. Ja. Und, aber das war's schon. Sondern wenn man das dann richtig gemessen hat, kann man hier richtig schönes Gelände machen. Genau. Zoom mal ran. Ich zoome ran. Jetzt können wir mal... Also das hier ist so eine Art... Das ist einfach eine Art Barfügel, den wir gemacht haben. Wir haben uns ein paar Gräber geholt. Keine Ahnung, was das für Gräber sind, aber die findet ihr ja schon irgendwo online. Ja, die haben wir einfach draufgeklebt. Und hier oben haben wir so ein Plateau gemacht. Das haben wir ein bisschen freigelassen. Hier haben wir diese von Games Workshop, die Mausoleen hatten wir. Die haben wir irgendwie auch hier oben draufgestellt. Dann sieht das aus wie ein 1A-Friedhof. Was wir auch dabei gemacht haben, ist natürlich, natürlich die Höhle für absolute die, Höhle. Für die Ghouls, die da wohnen. Die, ja, die Toten natürlich essen, ne? Das ist natürlich, genau, klar. Also das sind wir. Ja. So. Was denn jetzt mal? Dann haben wir noch unser. Jetzt hier ein sehr, sehr aufwendiges Stück, was auch sehr, sehr hübsch geworden ist, ist. Oh, jetzt kann man wieder fast nichts sehen. So, ist das hier mit einem tiefen Bereich hier unten. Und das hier, das absolute Highlight, ist so eine Art Steinbrücke, die sich dann naturell gebildet hat, durch Erosion oder so, wo man hier so drüber gehen kann. Man muss nicht hier extra erwähnen, dass das hier natürlich absolute Engstelle ist, wo man auch drauf kämpfen kann, wo zwei Trupps quasi aufeinander rücken, sich auf den Pelz und dann darum kämpfen mit dieser Engstelle. Und was noch gut ist, voll sehr geil. Und was noch gut ist, es gibt manche Modelle, die aufgrund ihrer Größe, weil die sehr, sehr klein sind, nur zum Beispiel. Genau, hier haben wir eine Treppe eingebaut, wo die kleine Modelle durch können. Sieht man das? Ja, das sieht man. Hier, da können nur kleine Modelle durch. Und das heißt, man kann natürlich das Gelände so gestalten in diesen Spielen, dass man versucht, gewissen Größen von Modellen eine Fähigkeit oder einen Vorteil zu verschaffen. Ja, bei den meisten Spielen ist es eigentlich so, dass ein kleines Modell eigentlich ziemlich unterlegen ist. Aber man kann das auch ziemlich cool machen, indem man einfach sagt, okay, ihr kennt jetzt nur ein kleines Modell durch und dann haben wir auch mal quasi kleine Modelle einen Vorteil wie im richtigen Leben. Das ist alles situationsbedingt. Und das ist eigentlich ziemlich, ziemlich cool, würde ich sagen, dieses Gelände. Wie gesagt, man kann es hier super mit den anderen Sachen kombinieren. Und doch hier wieder Engstellen. Hier. Ja, super. So, das war's soweit. Von, ja, das war's. Von, nee, das war noch nicht alles. So, Leute. So, natürlich kann man auch völlig übertreiben, wie der Felix. Ja, ich hab übertrieben. Er hat hier so vorgebaut, das hat bestimmt sehr lange zwei gedauert. Monate gedauert, weil er alles mit der Hand angespitzt hat. Also, was das hat keinen Spaß. Was ich raten kann, ist, dass ihr, wenn ihr sowas konstruieren wollt, maschinelle Hilfe konsultiert, weil man das alles selbst macht. Also wirklich hier farbfindermäßig diese Dinge hier anspitzt, wie er es immer vom Lagerfeuer sitzt. Dann wollen wir danach irgendeinen abstechen. Das ist nicht auszuhalten. Aber jetzt mal, okay. Ja, egal. Es geht einfach nur um die Platte als Inspirationsquelle. Hier haben wir einfach mal eine 2x2 Platte genommen. Das ist, genau, zwei Standardbreiten breit, genau, und lang. Das ist ein Quadrat. Und was ich hier gemacht habe, ist eigentlich. Ich habe Stukatur genommen, große Blocks, und habe daraus quasi hier fest eine Körperquelle hier erstmal ein und hier so eine Wand, wo ich dann hier eine Ausnehmung gemacht habe und hier quasi eine Wand ohne Ausnehmung. Und die Dinge habe ich dann einfach so festgeklebt auf die Platte selbst. Dann habe ich hier in die Mitte noch ein Mittelstück gemacht
Das ist. Das kann ich jetzt mal so zeigen in die große Kamera. So. Einfach so ein normales Styrodurteil. Das hat ungefähr die Größe von so einer normalen Platte. Und das habe ich einfach als Mittelstück davon genommen. So. Um damit den Innenhof zu machen. Der Innenhof ist leicht erhöht. Hat hier so Rampen. Ne? Hat hier so Rampen. Komm, zeig's hier rein. Ich zeig's hier rein, ja. Ja, genau. Mein lieber Scholli, das quitscht so schön. Ja, hat so ein paar Rampen, da haben wir ein bisschen Geländer noch vorne gemacht. Richtig. Und um das Ganze nochmal hervorzuheben, das Ganze auch ein bisschen schwerer zu oben zu machen. Genau, leider sind wir auch immer noch nicht fertig, weil die Tore sind noch nicht. Die Tore fehlen und ein bisschen Innenraum. Also so eine freundliche Burg, wir lassen jeden rein. Ne? Okay. Alles klar. So, und jetzt zeigen wir euch nämlich das andere Zeug. Ja, sind wir mit der Burg fertig. Jetzt auch endlich mit dem Urlandlimit sind wir auch so weit fertig. Ich habe euch da alles gezeigt, was wir zu bieten haben. Jetzt kommen wir tatsächlich zu dem anderen Gelände. Ja. Zu den anderen Möglichkeiten, die ihr mit dieser Technik einfach habt. Ja. Ja. So, jetzt zeigen wir euch nochmal die anderen Platten, die wir gemacht haben. Wir können aber leider nicht ins Detail eingehen, weil wir vergessen haben, welche Farbe wir benutzt haben. Das heißt, das, was ihr hier seht, dient lediglich zur Inspiration, was man alles noch machen kann und was. Ja, macht noch einsetzen kann. Also, das ist jetzt die Sumpfplatte. Das ist unsere Sumpfplatte. Und wie man sieht, haben wir hier genau die gleiche Struktur wie auf den anderen Platten. Die Spachtelmasse ist überall gleich. Ja, hier haben wir grün und gelb benutzt. Ich weiß es gar nicht mehr, welche Farbe. Und ein bisschen rot hier auch. Ne? Ein bisschen rot auch. So ein bisschen Laubflock haben wir hier verwendet. Das ist ein anderer Flock. Aber das Beste, was man sagen, was wir hier gemacht haben, ist, wir haben den absoluten Vogel abgeschossen. Das hier ist ein EB-Krater. Die alten Games Workshop Vater, wenn man die umdreht, dann sind das super Tümpel. Da kann man alles Mögliche an kleinen Pflänzchen reintun, diese Sachen. Moment. Kann man alles Mögliche von diesen kleinen Pflänzchen hier und hier reintun oder irgendwelche Schädel, irgendwas, was halt alles im Sumpf abgesoffen ist oder da wächst. Kann man hier so reinmachen. Und dann macht man auch gewisse Farben an den Grund hiervon. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben so ein Epoxidharz genommen und haben das immer mit verschiedenen Farben haben wir das durchtränkt. Ja, mit Washes. Mit Washes und haben das dann einfach da reingeschüttet. Und das gibt dann so einen mottrigen, fauligen, ich weiß nicht, was hier so pooligen Eindruck. Das ist halt kein klares Wasser, das ist ein stehendes Gewässer und damit haben wir die Sumpfplatte gemacht. Und so sieht das Ganze dann aus. Was es allerdings auch noch gibt, ist mehr so ein Standardgelände. Ja. Oldschool-Gelände, nenne ich es mal. 80er oder 90er, Warhammer, schwarz und grün. Genau das gleiche, was wir in der anderen Platte auch gemacht haben, hier diese Struktur. Haben das mit schwarz grundiert. Dann haben wir Grau benutzt und weiß. Und dann einfach helle Flocken drauf gemacht. Hier hat hier so eine kleine bewachsene Steinlandschaft. Das ist richtig, ja. Das ist relativ simpel gehalten, das Ganze wird relativ durch Gras dominiert und das andere ist eigentlich nur Felsen. Das ist wahrscheinlich eine der einfachsten Sachen, die es gibt. Ja, das ist super leicht. Also das ist sogar noch leichter als das Braune. Ja. Okay. Was es auch noch gibt und was uns wirklich Schmerzen bereitet hat, muss man jetzt auch mal sagen, Schnee. Ist die Schneeplatte. Furchtbar. Wenn ihr nicht leiden wollt, können wir euch das nicht empfehlen, denn wir haben das Ding gebaut und wir waren wirklich todtraurig. Also das war wirklich schändlich. Ich habe die Ansage gemacht, dass wir das in einer Woche fertig haben. Das hat ungefähr ein Jahr gekommen. Ja. Nein. Es war lang, sehr lang. Also wir haben vielleicht eine falsche Technik gehabt, aber mit diesem unseren System können wir natürlich auch so eine Schneelandschaft machen. Ja. Hier haben wir einfach Schneepflänzchen auch drauf gemacht. Schneepflänzchen, wir haben blaue Aquariumpflanzen gefunden. Hier, voll schön, haben wir da drauf gemacht und ja. Worauf ihr achten müsst, ist, wenn ihr zu viel Flüssigkeiten einsetzt bei dieser ganzen Nummer hier, ne, ist das, das kann man vielleicht jetzt nicht so gut sehen, weil diese Platte ist gekrümmt. Ja. Genau. Auf die Seite, wo Wasser drauf ist, dann zieht sich das Ganze so zusammen. Das heißt, wenn man hier was mit Wasser machen muss, mit Schnee oder sonst was, was halt nur mal feucht angebracht wird, dann sollte man vielleicht dickere Platten nehmen, weil die einfach widerstandsfähiger sind und das besser aushalten können. Ja. Oder man verwendet irgendeine Technik, um das Ganze anzubringen, ohne viel Feuchtigkeit dabei zu entwickeln. Jedenfalls muss ich sagen, es ist eine schöne Platte, aber das war voll die Scheiße. Das war voll schmerzhaft.
So. Was wir euch jetzt noch zeigen können, ist unser Tunnelsystem dabei. Tunnelsystem. Wir haben euch ja eben die Tunnel gezeigt, bei diesen ganzen Ödland-Geländestücken. Und wenn man in diesen Tunnel reingeht, dann spielen wir quasi hier weiter. Also man geht ja zum Beispiel hier rein und dann hat man hier irgendwelche Gemmen, Edelsteine, unterirdisches Gras, warum auch immer das da wächst, man. Tümpel unter Wasserkavernen und Höhlen und Flüsse. Und das Ganze ist ja. Wir haben auch einfach die Eingänge haben wir immer bei allen Platten hat an die gleiche Stelle gemacht, damit man. Also hier jetzt nicht, die ist jetzt in der Mitte, aber wir haben verschiedene Eingänge immer in der Mitte und an den Seiten gemacht, damit man das auch aneinander stellen kann. Mal ein bisschen rangehen, hier haben wir verschiedene Pflanzen benutzt, wie man hier sieht. Dann haben wir eine Sümse. Ja, sieht man da. Warte. So. Dann haben wir da einzelne Edelsteine in die Wände gemacht und natürlich auch ein paar hellere Glasflocken. Das Schöne an dieser Platte ist, man kann die mit anderen kombinieren. Durch diese Höhleneingänge kann man kann durch die Höhle laufen, dann kommt man hier wieder raus und man hat quasi ein Spielbrett alternativ zum Hauptspielbrett. Richtig, also quasi ein Spielbrett neben dem Spielbrett, wo man sich nochmal drauf zurückziehen kann. Aber was das Schönste überhaupt ist, das ist ein komplettes Negativ von dem, was wir eben gesehen haben. Wir haben ja nicht einfach irgendeine Nuller-Ebene, die in der Mitte dann höher ist, das kommt andersrum. Das sorgt dafür, dass hier quasi nur Engstellen sind. Ja? Das heißt, das kann man super gut verteidigen. Da geben sich klasse taktische Situationen draus, zum Beispiel hier das. Ja. Hier ist einer drin, da macht alles dicht. Der andere ist im Spieß, da kommt keiner dann vorbei. Also das Spiel ist abwechslungsreich durch diese Platten. Es ist mega interessant und es ist wundervoll taktisch. So, und das, glaube ich, war's. Unsere gesamten Platten, unsere Inspirationen, die wir jetzt erstmal so gemacht haben. Und damit schließen wir auch unsere Reihe ab, denke ich mal. Ja, zum Ödland-Terrain ist es jetzt aber auch over. Tschüss. Tabletop-Moppe Deluxe.